Neues Video, neues Glück, die Niki ist zurück und mit einem neuen Quasselthema, was mir, die Idee ist mir, also letzte Woche Samstag, als wir die Story-Quest gemacht haben, auf dem zweiten Account im Livestream eingefallen. Das war, glaube ich, der 1.5. Also ein bisschen drüber sprechen, wegen den ganzen NPCs und den Remakes und generell mit den... Also Remakes heißt generell, dass die Charaktere nochmal auf den neuen Stand gebracht werden. Ich denke mal, wir reden jetzt mal ein bisschen. Meine Meinung war auch, welche Charaktere so am dringendsten ein Remake benötigen. Oh Gott, ey, die ist deutsch heute. Und das sind meiner Meinung nach alle Charaktere, die aus den Starshine Legacy Time mit in SSO reingekommen sind. Wer jetzt sagt, hä, was für Starshine Legacy Teile? Was? SSO entstand ja nicht einfach so aus dem Nichts, sondern, also Star Stable ist ja aus dem Starshine Legacy entstanden, das Online-Spiel, und aus dem Comic, was damals vom Pony Club halt gab. Da hieß, glaube ich, noch die Firma Staffel oder Stappenfeld oder sowas. Und die haben die Story ja übernommen und haben dann die neue Firma als Star Stable halt gegründet. Und sie haben dann aus den alten Videospielen oder PC-Spielen, wie man es auch immer nennen mag, NPCs übernommen. Wie jetzt zum Beispiel die Soul Rider, Mr. Sans, Katja, Jessica, Sabine, Derek, Hermann und bestimmt noch einige weitere. Und es wurden ja schon die Soul Rider endlich mal überarbeitet. Aber es fehlen halt noch Charaktere, meiner Meinung nach. Die dringend halt ein Update benötigen. Und ich finde, das sind auf jeden Fall die Charaktere, die von Anfang an dabei waren. Und ja, wir werden ja bald, Grip war ja auch eine Starshine Legacy Teil dabei. Und der kriegt ja bald auch endlich sein Remake. Also zumindest haben wir dann den auch von der Liste, den Arm. Das arme Eichhörnchen. Ich weiß, Fip mag es nicht, wenn man ihn als Eichhörnchen bezeichnet. Aber wenigstens kriegt der schon mal das Update. Dann fehlen aber immer noch welche, wie zum Beispiel die Dakor-Leute. Mit Dakor-Leute meine ich jetzt zum Beispiel jetzt nicht Darko, obwohl Darko jetzt auch schon veraltet aussieht gegen die neuen Charaktere. Aber zum Beispiel so ein Mr. Sans, der aus den alten Teilen übernommen wurde. Die Dakor-Rüpel, also die breitschultrigen Dudes, die mit einer dunkelgrünen Mantel und Sonnenbrillen darum latschen. Die gefühlt alle irgendwie gleich aussehen und Klone sind. und die Nachtreiter selber, wie Sabine, Jessica und Katja, die sind alle noch vom alten Modell. Und besonders die Pferde von den Nachtreitern sind auch noch alle sowas von alt. Verstehe ich ja auch nicht, wieso man die Pferde nicht wenigstens schon... Also ein geupdatetes Pferd wenigstens schon mal genommen hat. Kann natürlich aber auch sein, dass sie das nicht gemacht haben. Weil die Nachtreiter so ein altes Modell hatten, dass sie nicht auf ein neues Pferd setzen konnten. Aber ich hoffe mal, dass sie dann auch nochmal ihre eigenen Pferde halt kriegen. Und ich frage mich sowieso, sie haben alle Charaktere aus den alten Spielen übernommen. Aber das Pferd von Sabine, den Kahn, und das Pferd von Katja, den Stalker, der hatte ein wunderschönes Modell. Klar, alt, aber besser als statt dieses komische graue Ding mit den Zöpfchen und den Bandagen. Bei Kahn und Stalker hatten die gleichen Modelle, aber man sah, es waren eindeutig Nachtpferde. Weiß nicht, wieso sie die nicht auch übernommen haben, aber gut. Das sei mal jetzt so hingestellt. Aber die benötigen auf jeden Fall ein Update. Die sind ja sogar in der Hauptquest vorhanden. Der arme Derek, der Freund von Anne, der Postbote, der vorher Fotograf war, sieht auch, ja. Es müsste der unbedingt mal ein Update gebrauchen. Der ist auch stock und steif. Der arme Hermann, der Stallbesitzer vom Jorvik-Stall, war auch bei den Starshine Legacy-Teilen dabei. Der hat jetzt Zora dann ja geholfen. Der benötigt auch das Update dringend. Fripp wird ja jetzt zum Glück bald umgeändert. Da bin ich mal gespannt. Ich habe leider Gottes Namen, habe ich mich spoilern lassen. Und nicht, weil ich es wollte. Weil ich irgendwo wieder Bilder gesehen hatte und dann war es sowieso vorbei. Dann habe ich mir gedacht, okay, gucken off. Jetzt ist es mir sowieso wurscht. Aber generell, wenn es um Story-Quests geht, will ich mich nie gerne spoilern lassen. Da kriege ich, krieg ich so Anfälle, wenn ich dann sehe, wie mich jemand spoilert und ich keine andere Wahl hatte. Das Thema hatten wir ja schon mal. Auf jeden Fall, der kriegt ja auch ein schönes Update. Ich habe auch bei diesem Teichen-Challenge da mitgemacht mit Save.
Saving Fripp oder Rettet Fripp im Deutschen. Mal gespannt, wie die Ergebnisse dann aussehen, ob es auch gezeigt wird. Ja, wieso nehme ich eigentlich die tägliche Quest hier an? Ich wollte eigentlich nur das Rennen hier oben machen. Ach egal, jetzt mache ich es einfach. Ich habe nämlich den Ruf bei den Kriegern und bei den Förstern, alles schon voll, nur Mystika. Da hänge ich hinterher, weil ich da einfach im Moment keinen Bock mehr zu habe. Aber das ist ja nicht das Thema dieser Folge. Ich finde schon, die haben jetzt so gut wie fast alle Gebiete überarbeitet. Ich sag extra fast alles, weil Hollowoods und Spiegelsumpf fehlen und die ganzen Gebäude fehlen noch. Aber ich finde, die sollten einfach mal sich dahinter hocken und alle Charaktere, die so dringend ein Update benötigen, die ich jetzt aufgezählt habe, einfach mal in einem Update alles in Schwung rausbringen. Und nicht immer ein einzelnes Update, ja, wir haben jetzt den überarbeitet, wir haben jetzt den überarbeitet. Nein, alles so in einem Update, einfach mal ein Update mit den ganzen überarbeiteten Charakteren. Dann dauert das halt vielleicht ein halbes Jahr. Weil dann haben wir so ein ganzes Paket mit so, keine Ahnung, über 10 NPCs, die ein Update haben und dann ist man glücklich. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass da Leute sagen, das dauert zu lang, wenn man dann über 10 neue NPCs bekommt. Das wäre mega. Aber naja, ne? Es dauert halt und zieht sich halt. Und dann kriegt man immer nur einen NPC. Und das ist einfach... Ich kann es verstehen, dass es nervend aufreibend. Aber es passt halt einfach alles nicht mehr in diese neue Gegend rein. Also, ich hatte schon... Den Storyquest gestört, dass die Nachtreiter halt wie auf den alten Pferden saßen, dass sie ein altes Modell haben, einfach stock und steif sind. Für dieses Jahr ist auf jeden Fall noch geplant, die Dark Rider zu überarbeiten. Das hat SSO in ihren Roadmap für dieses Jahr schon bestätigt. Ob sie sich dran halten, ist natürlich wieder eine ganz andere Kiste. Also in der Roadmap steht auch drin, dass ein neues Western-Pferd dazukommt und halt die Dark Rider überarbeitet kriegen und dass wir ein Update bekommen. Klar, wir sind auch stock und steif, zeigen keine Emotionen, haben riesige Augen und sehen furchtbar von der Bewegung her aus, aber es gibt Charaktere, die vom ganz alten Spiel halt drüber geschwappt sind und die halt noch gar keine Überarbeitung hatten. Die haben es, finde ich, sogar einen Ticken dringender als wir. Auch wenn wir der Hauptcharakter sind und eigentlich dieses Update auf jeden Fall verdienen, muss man halt mal nicht so egoistisch denken und einfach mal überlegen, wie alt sind die anderen Charaktere. Und Starshine Legends hat irgendwie 2004 angefangen oder so, und da sind die schon viel älter als unser Charakter, ne? Also, unser wurde ja schon mal überarbeitet und die noch nicht. Also, ich fände es zumindest mega, mega gut, wenn endlich auch mal diese Charaktere dran sind. Die sind ja auch wichtig. Ist ja nicht so, dass es einfach Neben-NPCs sind. Klar, Derek sieht man vielleicht nicht so oft wie jetzt so ein Mr. Sands oder okay, Mr. Sands sieht man auch nicht so oft. Aber ihr wisst, was ich meine. Die sind von der Hauptstory. Die Hauptstory. Er sagt schon der Name Haupt und nicht Neben. Und dass man da nicht mal sich daran setzt und dann, also zum Beispiel auch bei dem Update, den Dark Royal, dann hätten sie dann auch eigentlich die ganzen Rüpel von Darkor, Mr. Sands nochmal direkt mitmachen können. Darko ist jetzt so hingestellt. Ich bin der Meinung, der könnte auch nochmal ein Update vertragen. Nicht ganz so dringend wie jetzt die anderen Charaktere, aber dann hätte man so ein Darkor-Update. Wisst ihr, was ich meine? So einmal rundum komplett Darkor überarbeitet. Von mir aus geht man sogar noch extremer ran und überarbeitet die Plattform noch direkt mit an die neue, neue Engine, in Anführungszeichen, an das neue Design. Denn alles einheitlich aussieht, obwohl die Plattform es nicht so dringend hat wie Hollowoods oder Spiegelsumpf. Aber ihr wisst, was ich meine. So ein ganzes Komplettpaket an Überarbeitung. Nicht so, heute überarbeiten wir Sabine. Heute, in 3 Wochen überarbeiten wir Jessica. Dann hat ja. Fans wird weggelassen. Wisst ihr, was ich meine? So alles immer, wir nennen es einfach ein Darkor Remake, Update, das auf jeden Fall. Mich würde es auch mega interessieren, wie sie halt diese Charaktere gestalten. Wie sehen sie dann aus? Weil, haben wir zum Beispiel schon Bilder gesehen. Also Konzept-Arts von Katja. Da sieht sie ja ein bisschen anders aus, als sie immer dargestellt wurde. Also man kann erkennen, dass es Katja ist. Aber man merkt, dass ihr Design und ihre Klamotten besonders haben sich verändert. Ich finde, in Konzept-Art sieht Katja irgendwie aus wie ein kleines, zickiges Teenie-Mädchen, statt wie eine über 20-jährige, zickige Reiterin.
Aber das ist natürlich so, meiner Meinung nach. Ich würde mal auch gerne die Konzeptart für Jessica und Sabine sehen. Also wieso SSO das nicht teilt oder auch schon für Sans. Ich würde mich darüber mega, mega freuen, wenn wir mal sowas sehen würden und das auch alles in diesem komplett Rundum-Paket kommt und nicht immer alles einzeln. Schwerwiegend, immer alles einzeln zu machen. Ich weiß, es dauert lange. Ich habe das schon mal erwähnt, auch im Stream gesagt, es dauert halt lange, neuen Charakter zu gestalten, in Anführungszeichen neu zu gestalten, neue Animationen. Es ist nicht leicht. Ich weiß, es gibt da Leute unter euch, die sagen, boah, 3D-Dinger, die sind total leicht, ich mache sowas in 15 Minuten. Da möchte ich mal sehen, wie ihr in 15 Minuten ganz alleine eine Katja gestaltet mit Farbe und Bewegung und allem drum und dran. Das dauert nämlich. Und da arbeiten ja nicht nur ein, zwei Leute dran, sogar mehrere. Es gibt ja die Konzeptart erstmal gestalten, wie grob der Charakter aussieht. Dann das grobe, grobe Masse, sage ich mal, das Aussehen. Am Anfang ist ja alles so ein grauer Klumpen, kann ich mal so liebevoll sagen. Und dann wird es schattiert und Farbe kommt rein. Und das, dann kommt die Animation. Da sitzen so viele Leute dran und das dauert halt. Aber dann warte ich von mir aus über 3 Monate oder 6 Monate und will dann so ein Komplettpaket von allen D'accord-Leuten haben, statt immer nur eins zu haben. Ja gut, ne? Aber ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, welchen Charakter würdet ihr gerne mal geupdatet sehen, welche sind für euch wichtiger. Ich bin mal gespannt und wir sehen uns dann zu einem nächsten SSO-Video wieder. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!